Sie alle wollten eigentlich traditionell am 1. Januar anbaden und wurden plötzlich zu Lebensrettern. Auf den Philippinen wird ein junger Mann an Neujahr im Wasser von den Wellen umgerissen. Das Wasser ist so stark, dass es ihm nicht gelingt, wieder auf die Beine und zurück zum Ufer zu kommen. Verzweifelt ruft er um Hilfe, während er immer wieder von den Wellen getroffen wird. Andere Strandbesucher bemerken seine Notlage und kommen ihm zu Hilfe. Um nicht selbst unterzugehen, formen sie innerhalb kürzester Zeit eine Menschenkette. Schnell kommen 30 Menschen zusammen, die mit vereinten Kräften den in Not geratenen Mann an Land ziehen. Die Rettung gelingt und der Mann kann wenig später von Ärzten versorgt werden. Die Polizei warnt Touristen immer wieder, das Meer nicht zu unterschätzen. Mehrmals sind in den letzten Jahren hier Menschen schon ertrunken.